Wir haben gehört, offene Daten, unter anderem ein Grundkonzept oder ein Werkzeug hier bei Jugend Hackt. Am Freitag gab es einen Vortrag im Rahmen von Jugend Hackt von Monika Bargmann, der Datenmanagerin der ZAMG. Und das zweite Team mit dem Namen oder das Projekt, der Projektname ist Open Weather Station, hat sich von diesem Vortrag so inspirieren lassen, dass sie kurzerhand eine Wetterstation gebaut haben. Wie die funktioniert und wo es darum geht, erzählt das Team gleich selbst, bestehend aus Simon, Janis, Michael, Melina, Jonathan und Robin. Und ihr Mentor David hat gesagt, diese Gruppe hat man hier nie motivieren müssen. Also ein äußerst motiviertes Team und ich freue mich auf euer Projekt. Ja, also unser Projekt ist die Open Weather Station. Und zwar ist das eine Wetterstation, die verschiedene Umgebungsdaten misst. Und zwar ist darunter zum Beispiel die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit oder der Luftdruck. Und diese aufgenommenen Daten, also die werden von einem Mikrocontroller aufgenommen, werden dann über WLAN zu einem Server geschickt. Und dieser Server speichert die Daten dann in einer Datenbank. Und dann haben wir noch eine Website gemacht und die Website holt sich vom Server eben diese Daten und zeigt die Daten dann strukturiert in einer Tabelle an. Also das ist unsere Station. Wir haben vier verschiedene Sensoren drinnen. Eben einmal ein Helligkeitssensor, da hinten ein Kohlenmonoxidsensor, da ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor und drinnen ist nur ein Barometer. Und eben ich habe die geholfen beim Zusammenlöten von den Sensoren und beim Programmieren von den Sensoren, dass die eben richtig ausgelesen werden. Also ich bin der Simon Wallner und ich war eben mit dem Jonathan an der Programmierung des Mikrocontrollers beteiligt und habe dabei im Speziellen also dafür gesorgt, dass die Daten des Sensors dann auch schlussendlich an den Server geschickt werden. Also wir haben das Ganze designt. Es ist schwer gewesen, weil man nicht echt Pläne hatte. Wir haben auch Scharniere, also meistens haben wir es 3D gedruckt. Danach musste man es löten, hat es auch viele Fehler gegeben, die man aber zum Glück ausbessern konnte. Die Ideen stammen von mir und Janis, also ja. Und wir haben uns zusammengetan und das designt. Wie man sieht, auch mit so einem Prinzip von der Motorhaube. Also wie man da noch gesehen hat, ist das eben ein Schnelldurchlauf vom 3D-Drucker gewesen. Und also ich habe Frontend entwickelt, also die Webseite, wie man es so sieht. Und ja, jetzt übergebe ich nochmal Wort an den Backend-Entwickler. Ja, also ich habe mich um das Backend gekümmert, also um den Server. Und dass dieser eben die Daten auch in der Datenbank speichert. Zu den Daten gehört eben Datum und Uhrzeit, wann die Messdaten aufgenommen wurden, die Position mit Längen- und Breitengrad, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, der Luftdruck, die Helligkeit und Kohlenmonoxid. Letztendlich noch ein riesiges Dankeschön an die Mentorinnen und die Veranstalter von Jugend Hackt. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Oh. Vielen Dank, Simon. Jetzt. Vielen Dank, Simon, Janis, Michael, Melina, Jonathan.